Und, was macht ihr so? Wir alle kennen diese Frage. Sie wird ziemlich schnell immer dann gestellt, wenn sich Menschen neu begegnen. Gemeint ist damit natürlich, was für einen Beruf hast du? Was arbeitest du? Warum stellen wir unter allen möglichen Fragen ausgerechnet diese? Wahrscheinlich deshalb, weil wir den anderen wirklich kennenlernen wollen. Wir wollen wissen, was ihn interessiert, wofür er sich begeistert, was er gut kann. Was seine Wünsche sind, seine Ziele, was gut in seinem Leben läuft und was nicht so gut funktioniert, wie er damit umgeht und so weiter. Und wenn man all das wissen will, dann könnte man doch diese Frage eigentlich auch direkt stellen. Was arbeitest du? Aber wir stellen sie nicht. Ich finde das schon interessant. Offensichtlich gehen wir davon aus, dass wir die andere Person dann kennen, wenn wir wissen, was sie beruflich macht. Daraus schließen wir auf ihre Motivation, auf ihre Fähigkeiten und auch auf ihren sozialen Status. Also auf das, was sie möchte, auf das, was sie kann und auf das, was sie erreicht hat. Das zeigt, wie sehr wir uns und andere mit dem Beruf identifizieren. Auf gewisse Weise erleben wir uns also durch das, was wir tun. Man könnte auch sagen, ich arbeite, also bin ich. Und für viele ist das wahrscheinlich so eine Art Mantra. Die identifizieren sich vollkommen mit ihrem Beruf. Wir tun das in gewisser Weise alle. Ich arbeite, also bin ich. Das ist das Mantra unserer Zeit. Ich gehe davon aus, dass die meisten, die heute Abend hier sind, in irgendeiner Weise arbeiten. Entweder angestellt oder selbstständig, vollzeitig oder Teilzeit, bezahlt oder auch ehrenamtlich. Vielleicht mal so kurz die Hand heben, wie viele arbeiten hier so? Ja, ziemlich viele. Okay, das ist die absolute Mehrheit. Also mehr oder weniger trifft das, was ich gerade gesagt habe, auf alle Anwesenden zu. Aber da kommt noch was zu, sonst wäre der Raum heute Abend trotzdem leer. Ja? Und das ist das spirituelle Interesse. Ja? Alle, die hier sind, haben zumindest ein spirituelles Interesse. Und bei denen, die ich kenne, weiß ich, dass es schon einiges mehr ist. Und bei den anderen vermute ich, dass es einiges mehr ist. Nämlich auch eine gewisse spirituelle Erfahrung. Das heißt, ihr praktiziert auch, ihr habt spirituelle Übung. Und dabei haben wir wahrscheinlich alle irgendwann mal festgestellt, dass uns diese Übung ziemlich gut tut. Ja? Dass zum Beispiel das Betrachten der eigenen Geistesverfassung in der Meditation zu mehr Ruhe führt, ja, zu mehr Konzentration, vielleicht zu emotional positiven Gefühlen. Wir erleben vielleicht sowas wie auffallende Freude oder auch Glücksgefühle, eine gewisse Leichtigkeit. Oder wir haben sogar in der Übung, zum Beispiel dann, wenn wir studieren und meditieren, wenn wir reflektieren, Einsichten. Und haben das Gefühl, wow, wir lernen das Leben hier gerade auf eine ganz andere Weise kennen, als wir gedacht haben, wie es ist. Ja, das Leben ist nicht so, wie wir dachten, dass es ist. Die Dinge sind tatsächlich anders. Ja. Egal, was wir da erfahren in der Übung, diese spirituelle Praxis lässt uns jedenfalls nicht unberührt zurück. Und wir spüren, dass es uns gut tut, dass es für uns wichtig ist, dass es unser Leben verändert. Ja. Dass es bedeutsam ist und wir möchten mehr davon. Ja? Wir möchten einfach mehr davon. Und das ist auch ein guter Wunsch, sozusagen ein gutes Ziel. Wir möchten vielleicht gelassener, klarer, liebevoller werden. Und den meisten von uns gelingt das unter bestimmten Bedingungen auch ganz gut. Also wenn wir zum Beispiel hier im Zentrum sind, abends Meditation, dann kann man das sehr deutlich sehen, kommen viele Leute rein, die sind noch ein bisschen müde, ein bisschen abgespannt, manchmal so, wirken sie so richtig leer in dem Moment. Setzen sich still mit dem Tee in der Ecke und warten ab, was passiert. Andere sind total angespannt. Man merkt so, der Körper ist wirklich noch unter Strom. Das ist noch so die Energie des Tages davor. Und wenn die reinkommen, dann fangen die direkt an, hey, hallo, und grüßen Freunde, reden allen von Gespräch zu Gespräch, sind relativ laut, lachen laut. Es ist ein gewisser Geräuschpegel mit verbunden. Und wenn alle dann hochgehen, kommen wieder runter nach der Meditation, aus dem Schreinraum gehen die Treppe runter. Das ist wie verwandelt. Das ist eine ganz andere Atmosphäre. Die, die vorher laut waren, sind deutlich leiser. Aus dem lauten Lachen ist ein eher leises Lächeln geworden. Ja. Natürlich reden sie, aber nicht mehr so hektisch. Das Tempo ist ein bisschen weg und die Frequenzen sind anders. Und die, die vorher so vielleicht ein bisschen abgeschlafft in der Ecke gesessen haben, die sind vielleicht immer noch ruhig, aber sie wirken irgendwie wacher, gelöster, deutlich präsenter.
Da war nicht viel Zeit dazwischen. Ein paar Minuten, 40 Minuten vielleicht. Aber diese Zeit hat eine Menge verändert. Das ist halt das Ergebnis spiritueller Übung, wenn wir das unter guten Bedingungen tun. Und das tut uns gut. Und wenn wir dann abends nach Hause gehen, wahrscheinlich kennt ihr das, haben wir öfter mal das Gefühl, wow, es war ein toller Abend. Was für eine gute Gelegenheit. Was für eine wunderbare Meditation. Was für ein tolles Haus. Was für tolle Freunde. Wie toll ist das spirituelle Leben. Wunderbar. Ne? Und das hält ja, so ungefähr bis zum nächsten Morgen. Mit dem Wecker werden auch unsere, neben unserem Körper unsere ganzen alten Gewohnheiten und Muster wieder wach. Ja, manchmal überholen die uns sogar und sind eher präsent als wir selber. Mir geht das zum Beispiel häufig so, ich hatte einen wunderbaren Abend hier, brauche dann am nächsten Morgen relativ lange, bis ich in eine Pötte komme. Und wenn ich dann nach einer sehr langen Arbeitszeit rausgehe, muss ich in sehr kurzer Zeit zu meiner Arbeitsstelle kommen. Und das schaffe ich meistens auch. Bin dabei auch sehr fokussiert auf das Gaspedal, auf den Tacho, auf die Uhr, eventuell noch auf die rote Ampel. Aber wenn dann so Menschen unerwartet meinen Weg kreuzen oder eine Ampel tatsächlich von grün auf rot springt, dann springe ich auch an. Dann sind meine ganzen Muster und Gewohnheiten voll aktiv. Ja. Dann nehme ich das nicht wahr als das, was es ist, nämlich ein Mensch, der die Straße wechselt oder ein Auto vor mir, das einfach normales Tempo fährt. Oder eine Ampel, die dafür sorgt, dass keine Unfälle entstehen, sondern ich nehme das alles nur als lästig wahr. Als lästiges, blödes Hindernis. Ja. Und es nervt. Es nervt einfach nur. Schlechtes Gefühl, schlechte Gedanken, schlechte Emotionen. Das ist so der Dreiklang, der in dem Moment entsteht. Das sind so dann die alten Gewohnheiten und Muster, die dann ziemlich schnell wieder zupacken. Also den einen oder die andere trifft es früher oder später am Tag. Jeden wahrscheinlich von uns irgendwo. Ja, wir kommen eben halt raus aus diesen förderlichen Bedingungen, gehen dann zum Arbeitsplatz und plötzlich ist Tempo angesagt. Irgendwas muss produziert werden, irgendwas hat nicht funktioniert oder irgendetwas muss getan werden. Vielleicht ist der eine oder andere, mit dem wir arbeiten, nicht gerade in der besten Laune. Und dann hat uns der Alltag eben halt wieder. Wir kennen es, es passiert uns allen andauernd und dann ist das wunderbare Erlebnis, die wunderbare Meditation vom Vorabend und die Erinnerung an die wunderbaren spirituellen Freunde nur noch Geschichte. Und wir kämpfen uns durch unseren Tag. Aber wenn wir uns dann wieder an die gute Übung unseres, an die gute Wirkung unserer spirituellen Übung erinnern, dann wird uns manchmal dieser Unterschied auch sehr schmerzlich bewusst. Ja, je länger wir schon praktizieren, je tiefer wir drin sind, je mehr wir erfahren haben, desto schmerzlicher wird es auch teilweise der Unterschied bewusst so zu dem, was in unserem Alltag abgeht. Ja, das, was wir so Alltag nennen. Und ja, vielleicht wird auch so der Wunsch immer stärker, uns vollends an dem auszurichten, was wir eben halt als wertvoll erkannt haben. Ein immer besseres, gesünderes und mitfühlenderes Leben zu führen. Und es gibt dann Praktizierende, die an dem Punkt beschließen, das radikal zu ändern. Die gehen dann zum Beispiel, die kündigen zum Beispiel ihren Job, verlassen ihr soziales Umfeld und ziehen in ein Retreatzentrum von Triratna oder sowas. Ja. Schön, wer das kann. Andere sagen, okay, ich habe die Chance nicht, ich gebe mich eben halt damit zufrieden, das Level weiterzumachen, das ich betrieben habe. Bis hierhin. Also ich bin so eine Art Teilzeit-Buddhist. Ja. Ich praktiziere abends im Zentrum, ab und zu. Und vielleicht setze ich mich zu Hause zur Meditation hin und ich studiere und reflektiere ab und zu. Und damit bin ich zufrieden. Das ist auch völlig okay. Aber man kann auch einen anderen Weg gehen. Man muss nicht das eine oder das andere tun. Das eine nicht tun, nämlich das intensive Praktizieren, weil ich vielleicht nicht mein Leben radikal ändern kann. Hier in Triratna machen das ganz viele. Sie praktizieren trotzdem intensiv. Ja. Nicht jeder kann sein Leben komplett ändern. Wir haben vielleicht Familien, wir haben vielleicht Verantwortung für Familien, wir haben Verantwortung für Projekte. Aber wir wollen trotzdem intensiv praktizieren. Wir wollen unser Leben verändern. Wir wollen zu einer immer besseren Geistesverfassung kommen. Und also dann muss ich eins tun. Ich muss gucken, dass ich jede Gelegenheit nutze. Ja? Und das ist das, was wir hier, was die Ordensangehörigen hier zum Beispiel machen. Ja? Versuchen einfach jede Gelegenheit zu nutzen. Und die Arbeit ist eine solche Gelegenheit. Jetzt sagen manche Leute, finde ich komisch, es gibt Arbeit und es gibt Praxis.
Ja, und dann denke ich immer, das finde ich komisch. Es gibt Leute, die glauben, es gibt Arbeit und es gibt Praxis. Aber tatsächlich gibt es Leute, die das so denken und so sagen. Ja, das höre ich hier zum Beispiel immer wieder mal oder auch außerhalb unseres Zentrums immer wieder mal. Meine Praxis war diese Woche echt nicht so gut. Ich habe kaum auf dem Kissen gesessen. Und wenn, dann war das auch wirklich nicht sehr konzentriert. Also offensichtlich setzen die ihre Praxis damit gleich, irgendwann in der Woche mal auf dem Kissen zu sitzen. Ja. Das ist aber nicht die ganze spirituelle Praxis. Also beziehungsweise vielleicht die spirituelle Praxis der Leute, die das sagen. Aber spirituelle Praxis beinhaltet viel, viel mehr. Ne? Die findet nämlich nicht bei weitem nicht nur auf dem Meditationskissen statt. Es gibt nicht nur diese formale Übung, sondern spirituelle Praxis hat auch ihre aktiven Seiten. Zum Beispiel Gehmeditation. Kann ich auch am Arbeitsplatz machen. Wenn ich von A nach B gehe, ich habe regelmäßige Wege vielleicht, dann laufe ich die meistens relativ bewusstlos. Ich laufe die einfach und wundere mich, so auf Autopilot, und wundere mich dann, wie ich von A nach B gekommen bin. Ich kann aber auch diese Zeit nutzen und kann eben halt bewusst gehen, bewusst auf die Atmung achten, zum Beispiel. Ich kann aber auch beim Sitzen auf dem Bürostuhl spüren, dass ich sitze. Nicht einfach nur sitzen, sondern ich kann es spüren, ich kann es wahrnehmen, ich kann es tatsächlich sitzen, ja, das Sitzen erfahren, auf meine Atmung da beachten. Oder ich kann in der Kommunikation, in der Interaktion mit Kollegen, Mitarbeitern, Chefs, Kunden, Klienten, egal was da ist, kann ich darauf achten, was ich tue. Wie rede ich eigentlich? Was sind meine Sprachvorsätze? Rede ich ethisch? Erzähle ich zum Beispiel die Wahrheit? Rede ich angemessen? Bin ich verletzend? Was auch immer. Es gibt also unzählige Momente im Alltag, auch im Arbeitsalltag, die ich nutzen kann, um zu praktizieren. Das können manche Leute, sagen manche Leute vielleicht, ja, warum sollte denn das wichtig sein? Warum ist es wichtig, unsere höchsten Ideale auch im Arbeitsalltag zu verwirklichen? Ist doch wunderbar, wenn ich abends dann nach Hause komme und setze mich auf mein Kissen. Naja, kann man so sehen. Aber dann fragen wir uns doch mal selber, was passiert denn da wirklich? Ja? Für diese Frage, warum ist es so wichtig, möglichst viel am Tag zu praktizieren, gibt es eine ganz einfache und einleuchtende Antwort. Weil wir zum Beispiel mit der Arbeit die meiste Zeit verbringen. Das ist einfach so. Die Arbeit macht einen Großteil unseres Lebens aus. Es hilft, sich einfach mal bewusst zu machen, wie viel Zeit wir mit Arbeit verbringen. Die meisten von uns, wenn sie angestellt sind, arbeiten so um die 8 Stunden am Tag. Selbstständige eher mehr. Wir müssen hinkommen, wir müssen zurückkommen. In der Regel im Schnitt macht das dann so 10 Stunden. 10 Stunden ist schon ganz schön viel. Das machen viele von uns 5 Tage die Woche. Ja? Im Schnitt arbeitet der Bundesdeutsche 220 Tage im Jahr. Abzüglich Wochenenden, Feiertage, Urlaub, Krankheiten nicht eingerechnet. Also 220 Tage im Jahr. Und das so 35 bis 45 Jahre lang. Das ist eine unglaublich lange Zeit, die wir da arbeiten. Ja. Und es ist ja nicht nur diese Dauer, die wir da verbringen, sondern auch noch das, was wir da tun. Ja, wir sind ja permanent beschäftigt. Wir setzen uns mit irgendwas auseinander. Ja? Wir beschäftigen uns mit Menschen, mit Dingen. Wir erleben Konflikte, Herausforderungen. Wir sind das permanent mit unserem Geist aktiv. Wir müssen diese Herausforderungen auch bewältigen, Konflikte lösen, etc. pp. Jetzt machen wir doch mal die Gegenrechnung auf. Wie lange meditieren wir denn? Ja? Oder wie viel meditieren wir denn? Oder studieren oder reflektieren. Ja? 20 Minuten am Tag? Wer bietet mehr? 40 Minuten? Ja? Vielleicht sogar 60? Wow, das ist schon ziemlich viel, 60 Minuten am Tag unterzubringen in volle Alltage hinein. Und wie oft machen wir das in der Woche? Einmal? Zweimal? Dreimal täglich? Also jeder von uns hat da wahrscheinlich seine eigene Erfahrung. Ja? Fragen wir uns das doch einfach mal und addieren das. Aber die meisten von uns werden wahrscheinlich sagen, naja, also im Vergleich zu meiner Arbeit ist das, ist die Zeit, die wir auf dem Kissen verbringen, doch ziemlich gering. Ja? Und dann sitzen wir auf unserem Kissen und wundern uns, dass wir vielleicht noch nicht mal abschalten können. Geschweige denn meditieren, weil da zu sitzen ist ja noch nicht meditieren. Hühner sitzen auch auf der Stange. Das ist nicht wirklich erstaunlich, ne? Weil mein Geist wird geprägt von dem, was ich die ganze Zeit oder was ich die meiste Zeit mache, was ihn am intensivsten beschäftigt. Und das ist eben halt bei den allermeisten von uns, die in aktiven Arbeitsfamilienkontexten sind, eben genau das, Arbeit und Familie. Ne? Und ich fokussiere jetzt hier eben halt auf die Arbeit. Und wenn ich meine Geistesverfassung immer weiter verfeinern möchte,
Wenn ich also zu einem immer klareren, glücklicheren Wesen werden möchte, dann habe ich keine andere Chance, als meine Praxis auch in diese Tätigkeiten hinein auszudehnen und diese Tätigkeiten für meine Praxis zu nutzen. Und genau darum geht es auch, ne? Also meine Geisteszustände immer weiter zu verfeinern, immer bessere Geisteszustände, Geistesverfassungen zu kommen. Es geht nicht darum, bei der Verbindung von Arbeit und spiritueller Praxis immer besser zu werden, mich selbst zu optimieren, ein besserer Arbeitnehmer oder ein besserer Selbstständiger zu werden, um eventuell weiter auf der Karriereleiter nach oben zu steigen, um mehr Geld zu verdienen, noch mehr Geld zu verdienen, sondern es geht darum, es geht um inneres Wachstum. Es geht um Zufriedenheit durch inneres Wachstum. Was nicht heißt, dass man nicht trotzdem erfolgreicher werden kann, wenn man sich spirituell engagiert. Aber das könnte auch durchaus in die andere Richtung gehen, ja, dass man vielleicht eines Tages sagt, ich kündige hier, ich mache das nicht mehr mit. Ja. Also wenn wir uns auf unsere Arbeit beziehen, dann können wir uns fragen, was mache ich in dem, was mir näher am Herzen liegt als meine Arbeit, genauso wie in meiner Arbeit. Arbeit und spirituelle Praxis haben viele Gemeinsamkeiten. Ne? Wer erfolgreich arbeiten will, muss achtsam dabei sein, muss konzentriert sein, muss Fähigkeiten mitbringen, muss Energien entwickeln, muss aus Fehlern lernen, ja? Muss mit anderen zusammenarbeiten. Das alles gilt auch im spirituellen Leben. Das war auch schon zu Zeiten des Buddha so. Da haben viele Menschen einen großen Teil ihrer Zeit mit der Arbeit verbracht. Einige der engsten Anhänger des Buddha waren zum Beispiel reiche Banker oder Kaufleute. Und soweit es mir bekannt ist, ihr könnt mich korrigieren, wenn ihr was Besseres oder anderes wisst, hat der Buddha keinem von diesen Leuten geraten, aus dem Berufsleben auszusteigen und wie er Bettelmönch zu werden. Im Gegenteil hat er ihnen klare Hinweise gegeben, wie sie ihr spirituelles und ihr berufliches Leben auf bestmögliche Weise miteinander verbinden können, also die jeweils gegebene Situation für ihre spirituelle Entwicklung nutzen können. Es gibt wirklich viele Stellen im Pali-Kanon, die das belegen. Eine finde ich besonders schön, und ich habe vorhin mit Amogamati nochmal geübt, damit ich das nicht falsch ausspreche. Das ist das Vyagapacha-Sutta. Ich sollte die Konsonanten betonen, das fällt mir immer relativ schwer. Das Vyagapacha-Sutta. Und das heißt, wird übersetzt oft als die Grundlagen der Wohlfahrt. Die Grundlagen der Wohlfahrt, genau. Ein sehr populäres Sutta. Ihr wisst vielleicht, was ein Sutta ist. Es ist eine Lehrrede. Sutra heißt übersetzt Faden. Und also Lehrreden werden eigentlich nur, also Sutras werden eigentlich nur Lehrreden des Buddha genannt. Oder vom Buddha gegebene Lehrreden werden Sutra genannt. So. Und diese Lehrrede gibt den Rat des Buddha an den sogenannten Haushälter Vyagapacha wieder. Haushälter ist jemand, der so wie wir vielleicht im weltlichen Leben ist, also Familie hat, Kinder hat, berufstätig ist, aber trotzdem eben halt praktizieren möchte. Und dieser Vyagapacha hatte dem Buddha folgende Frage gestellt. Ehrwürdiger Herr, wir Hausleute, die wir die Sinnenfreuden genießen, führen ein Familienleben mit Frauen und Kindern. Wir gebrauchen feinstes Sandelholz, verwenden Blumen, Parfums und Salben, benutzen Gold und Silber. Würde der Segensreiche uns wohl einige Lehren vermitteln, die uns zum Wohl und Heile gereichen, diesseits und jenseits? Der Buddha antwortete, dass einem vier Dinge dazu verhelfen. Ich zitiere mal. Vier Dinge, Vyagapacha, gereichen einem edlen Sohn zum diesseitigen Heil und Wohl. Welche vier? Bewährung in Fleiß, Bewährung in Wachsamkeit, edler Umgang und maßvolle Lebensweise. Außerdem erläuterte der Buddha noch die vier Tugenden, die einem Laien, damals Laien, zu Glück in der Welt nach dem Tod verhelfen. Das sind erstens gläubiges Vertrauen, Shraddha, zweitens Sittlichkeit, Shila, dann Großzügigkeit, Dana und Prajna, Weisheit. Der Buddha hat also weder Beruf noch Besitz verdammt. Er hat Vyagapacha nicht geraten. Verlass deine Familie, verlass deine Frau, deine Kinder, geh aus dem Beruf raus und geh ins nächste Kloster. Er hat ihn auch nicht ungläubig angeschaut und gefragt, ob er noch alle Tassen im Schrank hätte. Ja. Arbeiten und trotzdem spirituelle Vertiefungen erreichen wollen? Was er gemacht hat, er hat ihm in ganz einfachen, klaren Worten aufgezeigt, wie er als
berufstätiger Mensch, als Familienvater, da obendrein, ethisch und weise leben kann. Er hat gesagt, sei fleißig und mach deinen Job so gut, wie es geht. Sei achtsam und präsent, sei wachsam. Bewege dich möglichst viel in der Gesellschaft von spirituellen Freunden, die dich auf deinem Pfad unterstützen. Verprasse nicht das, was du erworben hast, aber spare dich auch nicht zu Tode. Sei großzügig. Vertraue mit ganzem Herzen auf dein höchstes Ideal und folge ihm. Gib, was du kannst, studiere die Lehre, denke darüber nach und gucke dir deine Geisteszustände an. Das alles ist weder esoterisch, noch philosophisch, noch mythisch. Alles extrem praktisch, lebenspraktisch und alltagstauglich und kann eigentlich in allen Situationen des Lebens jederzeit angewandt werden. Wenn ich als berufstätig bin und meine Arbeit auch als Gelegenheit für meine buddhistische Praxis nutzen möchte, dann kann ich mich fragen, jederzeit, was würde der Buddha mir jetzt raten? Was würde mir der Buddha raten? Was würde er jetzt sagen? Jetzt hat mein Vortrag aber nicht den Titel Buddha at Work, sondern Bodhisattva at Work. Warum? Das Ziel unserer Praxis ist letztendlich sowas wie Buddhaschaft, was immer das auch ist. Ich glaube nicht, dass ich es wirklich verstanden habe, aber ich habe so eine Idee und ich weiß, es ist trotzdem, obwohl ich es nicht wirklich verstanden habe, total attraktiv und das ist das, was ich will. Andere nennen das Erleuchtung. Und wieder andere sagen, Erleuchtung ist eigentlich die Verbindung von, oder die bestmögliche Verbindung von Weisheit und Mitgefühl. Und wenn ich das verwirklichen werden will, wenn ich Buddha werden will, muss meine Praxis eine altruistische Dimension haben. Sie hat dann nicht mehr nur mein Wohl, sondern das Wohl aller Wesen zum Ziel. Und dieses Ideal verkörpert der Bodhisattva auf besonders schöne, eindrucksvolle Weise. Was heißt Bodhisattva? Bodhisattva kommt aus dem Sanskrit und hat zwei Teile, Bodhi und Sattva. Bodhi, wahrscheinlich wissen das hier viele schon, bedeutet Wissen, und zwar nicht im gewöhnlichen Sinne, sondern im Sinne von höchstem Wissen, tiefem Verstehen der Wirklichkeit. In der Regel wird es als Erleuchtung übersetzt. Und Sattva bedeutet lebendes Wesen. In der Kombination ist es also ein Erleuchtungswesen, jemand, der so werden will, wie der Buddha gewesen ist. Wie verwirklicht man dieses hohe Ideal? Wie wird man ein Bodhisattva? Alter, der Tradition zufolge wird man ein Bodhisattva dann, wenn das Bodhicitta in uns erwacht. Schon wieder so ein Begriff. Also Bodhi haben wir ja gerade gehört. Citta wird normalerweise als Geist übersetzt. Und wenn man das wieder kombiniert, dann hätte man sowas wie Erleuchtungsgeist, ja? Wobei Citta hier nicht nur den intellektuellen Anteil, den kognitiven Anteil unseres Geistes meint, sondern vor allem auch den emotionalen. Und deshalb wird es mittlerweile auch sehr häufig als Herzgeist bezeichnet. Bodhi bedeutet, die Realität so zu sehen, wie sie ist. Mein Lehrer Sangharakshita, der Ordensgründer hier, der also auch sozusagen diese Bewegung hier ins Leben gerufen hat, die dieses Zentrum letztendlich ermöglicht hat, definiert Bodhicitta als eine tiefe spirituelle Erfahrung, eine transzendente Erfahrung, die unser gesamtes Wesen neu ausrichtet. Das heißt, wir werden in gewisser Weise zum neuen Menschen. Ja? Wir lassen den alten Menschen, den wir praktizieren, hinter uns und wir werden zu einem neuen Menschen. Was kennzeichnet den Bodhisattva? Was ist für ihn so besonders charakteristisch? Der Bodhisattva hat zutiefst verinnerlicht, dass er sein höchstes Ziel nicht als Ego erreichen kann. Er kann das nur im Zusammenklang mit allen anderen Wesen. Wenn man das jetzt auf die Arbeitswelt überträgt, kann man sagen, dass der Bodhisattva der ideale Teamplayer ist. Ja? Und er versteht Team in diesem Fall nicht als toll, ein anderer macht's, ja? Sondern antwortet proaktiv auf die Bedürfnisse von seinem Umfeld, seinen Mitarbeitern, Kollegen, Chefs, Kunden, Klienten. Das heißt, er sieht andere nicht als Instrumente zur Befriedigung seiner eigenen Bedürfnisse an. Das passiert im Arbeitsleben ganz schnell. Das passiert uns auch immer wieder. Ja? Wir handeln auch im Arbeitsleben durchaus kooperativ. Wir helfen auch anderen Leuten. Aber die Frage, die entscheidende Frage ist die nach der Motivation. Warum tun wir das? Ich erlebe in meinem eigenen Arbeitsumfeld durchaus, dass Menschen in verschiedenen Abteilungen sich gegenseitig helfen, gar keine Frage. Und Probleme gemeinsam lösen, vieles miteinander erreichen.
Werden Sie aber von Mitarbeitern anderer Abteilungen um Hilfe gebeten, dann kommt es sehr darauf an, wie eng diese Abteilungen miteinander kooperieren, ob diese Hilfe wirklich gewährt wird oder nicht. Ja? Sprich, dahinter steht die Frage, bist du mir nützlich oder bist du mir nicht nützlich? Hilfst du mir dabei, meine beruflichen Ziele zu erreichen, damit ich meinen Bonus kriege, damit ich vielleicht Lob bekomme oder nicht? Ja, sonst ist es vielleicht verschwendete Zeit, dann helfe ich dir doch lieber nicht. Der Bodhisattva fragt nicht nach der Nützlichkeit. Der Bodhisattva hilft einfach. Er gibt voraussetzungslos und uneigennützig. Dazu sage ich gleich noch ein bisschen mehr. Es gibt einen ehemaligen deutschen buddhistischen Lehrer, der auch Schriftsteller war, Lama Anagarika Govinda. Vielleicht haben einige von euch was von ihm gelesen. Und ich finde, er hat das Bodhisattva-Ideal unnachahmlich fantastisch beschrieben. Es lohnt sich also, das, was er über das Bodhisattva-Ideal geschrieben hat, einfach mal zu lesen. Und darin sagt er, dass es beim Bodhisattva-Ideal nicht um Weltflucht geht. Also, ich möchte mich spirituell entwickeln. Ach, jetzt muss ich mich erstmal schützen. Jetzt gehe ich erstmal zurück. Jetzt gehe ich in mein stilles Kämmerlein. Ich praktiziere. Und wenn ich in ein paar Jahren soweit bin, dann gucke ich mal, ob ich auch anderen helfen kann. Sondern er sagt, es geht um aktive Weltüberwindung. Wir hauen nicht ab vor der Welt, sondern wir gehen in die Welt hinein als Bodhisattva. Es geht also nicht um ein aus der Welt hinausgehen, sondern er hat es als ein durch sie hindurch darüber hinausgehen definiert. Ja, wir gehen durch sie hindurch darüber hinaus. Bodhisattvas sind für ihn Ausdruck des Gedankens, dass das höchste Ziel immer und jederzeit und überall verwirklicht werden kann. Und er warnt davor, zu denken, man müsse erst sich selbst helfen, bevor man anderen helfen kann. Er sagt, das Leben beweist uns ständig aufs Neue, dass man sich selbst nicht helfen kann, ohne zugleich auch anderen zu helfen. Von Bedeutung ist dabei allerdings nicht der sichtbare Effekt, sondern die Motivation. Im Buddhismus kommt es immer auf die Motivation an. Also wenn du beschließt zu helfen, ist das Tat genug sozusagen. Da muss nicht hinterher auch der Erfolg stehen. Ja? Aber du gibst alles, was du kannst, um zu helfen. Ob das dann so funktioniert, ist dann eigentlich eher zweitrangig. Der Bodhisattva zeichnet sich dadurch aus, dass er versucht, vollkommen zu werden. Dass er Dinge vollkommen macht. Und diese Vollkommenheiten, die er übt, diese Tugenden, sind sogenannte Paramitas. Oder beziehungsweise Paramitas sind Tugenden. Ja. Was sind das? Tugenden ist so eine Art Landkarte, so eine Art Führer oder eine Strategie, um gut zu arbeiten. Wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, dass in meinem Leben Freude oder Glück gerade fehlen, dann kann ich etwas tun, um Freude oder Glück zu erreichen. Ich kann zum Beispiel großzügig sein. Ja. Oder ich kann Disziplin üben. Wenn ich mich energetisch gerade völlig schwach fühle, dann kann ich Konzentration üben, Vertiefung, Versenkung, dann werden meine verstreuten Anteile wieder zusammengeführt, ja, ich werde mehr Energie entwickeln. Das wäre Samadhi, andere Tugend und so weiter und so fort. Ich gehe jetzt einfach mal auf die Tugenden so ein bisschen ein und guck, wie können wir diese Tugenden im Berufsalltag verwirklichen? Die erste Paramita ist Großzügigkeit. Die erste Tugend ist Großzügigkeit. Großzügigkeit wird als fundamental angesehen für das spirituelle Leben. Warum ist es so wichtig? In der Regel denken wir an uns selbst. Ja, alles, was uns begegnet, untersuchen wir darauf, was es uns geben kann, was es uns bringen kann. Wahrscheinlich sowas wie eine natürliche Grundhaltung. Ja, wenn wir jemanden treffen, aber irgendwo schwingt immer so ein bisschen mit, kann der mir mal nützlich werden? Ja, vor allen Dingen im Berufsleben ist das so, Privatleben vielleicht nicht ganz. Diese Haltung führt aber sehr schnell über einen gesunden Wunsch, ein gesundes Verlangen hinaus zu einer sehr engen Geisteshaltung, ja, zu Egoismus, zu Egozentrik, zu Egoismus. Ja. Das heißt, ich trenne mich von anderen ab, ich erlebe mich als getrennt, nicht mehr als verbunden. Ja, und das führt letztendlich zu einer ungesunden, kranken Geistesverfassung, die man auch Gier nennen kann. Eins der drei Geistesgifte. Großzügigkeit führt uns aus dieser Enge heraus, bewahrt uns davor, uns sozusagen zu vergiften, ja, uns immer nur mit uns selbst zu beschäftigen. Geben macht uns unsere Verbundenheit mit anderen bewusst. Was können wir im Beruf geben? Also zunächst mal das, was man von uns erwartet, ja, also unsere Arbeitskraft,
unsere Fähigkeiten. Dafür sind wir angestellt. Wir geben unserem Arbeitgeber unsere Zeit, unser Wissen. Eigentlich ist das kein Geben, weil zumindest kein Geben im buddhistischen Sinn. Eigentlich ist es vielmehr ein Tauschhandel, weil wir geben etwas, aber wir kriegen auch was dafür. Es ist kein voraussetzungsloses Geben, sondern es ist ein Kontrakt. Ja, da ist eine Vereinbarung. Ich gebe dir das und du gibst mir das. Müsste man an der Stelle nicht erwähnen. Ich habe es aber trotzdem getan, weil ich glaube, das ist für viele Leute gar nicht so selbstverständlich. Die meinen, die hätten ein Recht darauf, von ihrem Arbeitgeber bezahlt zu werden, aber müssten eigentlich nicht viel dafür tun. Ja? Oder zumindest nicht das, was der Arbeitgeber denkt, was sie dafür tun sollten. Oder was Kunden vielleicht denken, was man für das Geld, was sie bezahlen, dafür tun, zu bekommen hätten. Denken wir nochmal an den Rat des Buddha, an den Vyagrapacha. Arbeite fleißig und voller Energie. Das ist die richtige Haltung. Und wenn die spirituelle Übung für mich zentral ist, dann sollte ich im Berufsleben, egal an welchem Platz ich stehe, die Rolle des Angestellten einfach mal vergessen. Also diesen Tauschhandel. Ich bin für meine eigenen Geisteszustände verantwortlich. Als spirituell Praktizierender bin ich sozusagen spiritueller Unternehmer in eigener Sache. Da kommt es nicht darauf an, dass mir irgendeiner was zurückgibt. Ich bin dafür verantwortlich, wie es mir geht. Und was kann ich als spiritueller Unternehmer tun? Das ist genau die richtige Frage. Was kann ich als spiritueller Unternehmer tun? Die Frage lautet nämlich immer, ja, was muss denn gerade getan werden? Was ist notwendig? Ja? Wer braucht Hilfe? Wer braucht Unterstützung? Wem kann ich helfen? Gibt es zum Beispiel einen Kollegen, der gerade Hilfe braucht? Oder also kann ich ihm mit meinen beruflichen Fähigkeiten helfen, indem ich ihm ein bisschen Arbeit abnehme, weil er überlastet ist oder weil er ein Problem nicht lösen kann. Ich weiß es vielleicht besser als er. Ich helfe ihm einfach ein bisschen. Ja. Oder indem ich Zuversicht verbreite und eine Person ansporne, die gerade relativ verzweifelt ist im Job. Oder ist einfach da jemand, der mal ein offenes Ohr braucht, der jemanden braucht, der ihm zuhört. Und zwar wirklich einfach nur zuhört, ohne hinterher zu erklären, was diese Person, die da gerade leidet, alles falsch gemacht hat und wie viel besser es ihr doch gehen würde, wenn sie so handelt, wie ich immer handle. Ja. Und wenn nichts benötigt wird, kann ich trotzdem geben. Ja, ein freundlicher Blick oder ein Lächeln wird immer gerne angenommen, egal wo. Man verbreitet auch vielleicht eine ganz andere Atmosphäre. Oder ich kann auch dem Arbeitgeber was geben. Vielleicht kenne ich den gar nicht persönlich. Also über das hinaus, was ich ihm zu geben habe. Ja. Ich kann einfach das wertschätzen, was er mir gibt. Nämlich eine Gelegenheit zu arbeiten, auch damit die Gelegenheit zu praktizieren. Ohne ihn könnte ich nicht praktizieren vielleicht. Ja. Ich hätte nicht genügend Geld, ich hätte nicht genügend Zeit, keine Ahnung. Ja. Also auch das ist etwas, wofür ich ihm dankbar sein kann. Ja. Da kann ich auch was zurückgeben. Ja. Ich kann zum Beispiel mich darum kümmern, ja, dass ich sein Eigentum in Ordnung halte. Ja, ich kann meine Arbeitsmittel pfleglich behandeln. Ich kann dafür sorgen, dass angrenzende Bereiche um meinen Arbeitsplatz herum gut aussehen, dass die sauber sind, dass die ordentlich sind, dass sie in gutem Zustand bleiben. Es gibt jede Menge, was zu tun ist, über das hinaus, was ohnehin zu tun ist. Ja. Meistens machen wir die Augen zu und denken, ich nicht. Da kommt schon einer, der macht das gleich. Und wenn er nicht kommt, dann sehe ich es trotzdem nicht und dann denke ich, dann kommt morgen einer. Ja. Irgendwann kommt einer. Und wenn, dann die Putzfrau oder so. Völlig egal. Aber ich nicht. Also wir haben oft Widerstände, einfach zu geben. Ja. Ach, ich mache doch hier schon so viel. Meine Güte, ich frage echt immer ich. Ich habe keinen Bock mehr. Also das ist so eine sehr... Wahrscheinlich, ja, ihr lacht, ihr kennt es wahrscheinlich. Ja. Wir kennen das alle. Es ist auch in gewisser Weise normal. Aber wenn wir diese Widerstände spüren, wenn wir merken, dass da immer wieder Widerstand ist, dann lohnt es sich wirklich mal nachzuforschen, warum dieser Widerstand da ist. Denn dieser Widerstand blockiert uns ja auch selber. Ne? An diesem Widerstand können unsere Energien nicht mehr fließen. Die sind blockiert. Ne? Das blockiert uns ganz persönlich in unserer spirituellen Entwicklung. Wir sind die Ersten, die darunter leiden. Ja? Erst dann kommen die anderen. Ein sehr wirksames Gegenmittel gegen diese Art von Gegenstand ist zum Beispiel Dankbarkeit. Also ich habe es gerade schon gesagt, ich kann auch mal so darüber nachdenken, was mir hier gerade gegeben wird. Diese Kollegin, die mich da vorhin vielleicht ein bisschen komisch angeguckt hat oder so, naja, aber auch die trägt dazu bei, dass ich hier arbeiten kann. Ja, ohne die wäre auch mein Ergebnis nicht möglich. Ja, oder der schlimme Arbeitgeber, der einen ja immer nur ausnutzt, ja, aber... Nochmal, also ohne ihn hätte ich die Kohle am Ende des Monats nicht auf dem Konto. Ne? Und so weiter. Und wenn mir das einfällt, dann wird mir wahrscheinlich ziemlich schnell klar, was noch alles so gegeben wird in meiner unmittelbaren Umgebung. Und dann entwickelt sich dieses Gefühl von Dankbarkeit ziemlich automatisch.
Und Dankbarkeit gehört einfach zur Großzügigkeit dazu. Das ist ein Teil davon. Und wer dankbar ist, sieht übrigens ganz anders aus als jemand, der undankbar ist. Wer vorher vielleicht noch so durch die Gegend gegangen ist, fängt auf einmal an, so ein bisschen zu lächeln. Das Gesicht wird offener. Völlig andere Person, wirkt sympathisch. Das verändert auch das ganze Klima. Großzügigkeit ist darüber hinaus ein gutes Gegenmittel zu Neid und Gier. Wenn ich gebe, dann verselbstständigt sich das irgendwann. Es wird für mich eine Freude zu geben, weil ich sehe, was damit passiert. Und das heißt, ich will immer weniger von anderen bekommen. Ich möchte mehr geben. Und das kann man gezielt trainieren. Man kann mit ganz kleinen Sachen anfangen. Was fällt uns nicht schwer? Vielleicht einfach mal morgens fröhliches Guten Morgen in den Raum zu schmeißen. Das ist vielleicht eine ganz einfache Sache. Und daraus kann es weitergehen. Die zweite Parameter ist Ethik. Moral, könnte man auch sagen. Dahinter steht so die Frage, wie würde sich in der gegebenen Situation ein Bodhisattva verhalten, ein erleuchtetes Wesen? Was würde dieses Wesen jetzt tun? Wie das praktisch aussehen kann, beschreibt ein Set von 5 Prinzipien. Wir nennen das hier Vorsätze. Ihr kennt das, wahrscheinlich alle, die positiven und negativen Vorsätze. Kennen die alle? Das sind Vorsätze, also zum Beispiel, ich nehme mir vor, aufzuhören, Leben zu nehmen. Oder ich nehme mir vor, aufzuhören, nicht Gegebenes zu nehmen und so weiter und so fort. Das sind keine Gesetze. Der Buddha hat keine Gesetze erlassen, sondern das ist ein Set von Prinzipien, die sogar auf die früheste Zeit des Buddhas zurückgehen. Und warum keine Gesetze? Gesetze befolgt man einfach. Das ist so, das hat man auch schon in ganz unseligen Zeiten gemacht. Da gab es Gesetze, die wurden einfach befolgt, das hat man nicht hinterfragt. Das hat keinen tieferen Nährwert unter Umständen. Aber Prinzipien sind viel umfassender. Sie verlangen von uns Aufmerksamkeit. Wir müssen uns in jedem Moment überlegen, was bedeutet dieses Prinzip hier? Wie kann ich das auf die gegebene Situation anwenden? Das verlangt auch intelligentes Verstehen von uns. Was ist die angemessene Reaktion? Was kann ich hier tun? Worum geht's hier eigentlich? Und wenn wir das auf jede Situation anwenden, wenn wir also diese Prinzipien sozusagen von nicht stehlen, nicht töten, nicht keinen sexuellen Missbrauch und so weiter und so fort, wenn wir diese Prinzipien anwenden, dann, und zwar in jedem Moment situativ passend, dann führen wir ein wahrhaft ethisches Leben, ein konsequent ethisches Leben. Dann praktizieren wir. Das ist Praxis. Ja. Traditionell werden die Vorsätze, wie eben beschrieben, negativ formuliert. Für viele von uns ist das wahrscheinlich nicht besonders attraktiv. So im Westen finden wir das irgendwie nicht sexy. Sangharakshita hat betont deshalb die positiven Aspekte dieser Prinzipien. Die wiederhole ich aber gerade nochmal. Nämlich mit Taten liebevoller Güte läutere ich meinen Körper. Mit Großzügigkeit gebend läutere ich meinen Körper. Mit stille Schlichtheit Genugsamkeit läutere ich meinen Körper. Mit ehrlicher und wahrhaftiger Sprache läutere ich meine Rede. Und mit hellwacher Achtsamkeit läutere ich meinen Geist. Was hat das jetzt alles mit dem Berufsleben zu tun? Tja, unsere Arbeitswelt ist ziemlich wettbewerbsorientiert. Das ist halt ihr Kennzeichen. Es geht um Geld und es geht um Macht. Man will etwas erreichen. Und die weltlichen Winde, man muss was erreichen. Ne? Wir müssen Profit machen. Für andere, für uns, je nachdem. Und die weltlichen Winde wehen hier ganz heftig. Der Wunsch, Gewinn zu machen, Verlust zu vermeiden, ist essentiell. Wir möchten Lob für unseren Einsatz bekommen und Tadel vermeiden. Wir hoffen auf Ruhm und wir fürchten uns davor, als Loser gebrandmarkt zu werden. Wir wollen einfach Glück, wir wollen Freude und versuchen, Leid zu vermeiden. Wenn ich das so angucke, nicht töten, nicht verletzen, was bedeutet denn das eigentlich? Ich laufe doch nicht mit einer Kalaschnikow durch die Gegend und erschieße meine Kollegen. Also eigentlich brauche ich diesen Vorsatz doch gar nicht, oder? Natürlich werden wir in der Regel niemanden körperlich angreifen oder verletzen. Aber es gibt ja noch viele Möglichkeiten, jemanden zu schaden, auch nachhaltig zu schaden. Also indirekt tatsächlich zu töten und zu vernichten. Das richtige Wort zur richtigen Person im richtigen Moment kann unglaublich viel bewirken. Oder auch das falsche Wort zur falschen Person im falschen Moment. Und vielleicht haben auch wir uns schon mal dabei ertappt, dass wir jemanden einfach sehr aggressiv angemacht haben. Ja, dass wir sehr aggressiv auf irgendwas reagiert haben. Ihr wahrscheinlich nicht. Also für mich ist das schon bekannt. Ja. Oder dass wir versuchen, Strippen zu ziehen, um unsere Position zu stärken und die Position von anderen zu schwächen.
Natürlich hinter ihrem Rücken, sollen sie nicht mitkriegen. Ja. Wenn es zum Beispiel um eine Stellenbesetzung geht. Also da hat die Frau so und so aber letztens richtig Scheiße gebaut, finden Sie nicht auch? Ja. Das wäre so eine Möglichkeit, ja, anderen zu schaden. Fragen wir uns einfach selber, ne? Also, wo versuche ich für meinen eigenen Vorteil andere zur Seite zu schieben? Darum geht es. Der zweite Vorsatz hat auch was damit zu tun, nicht ganz so krass, aber auf eine andere Art und Weise. Nicht stehlen, sondern Großzügigkeit üben. Ja? Das zweite hatten wir gerade, Großzügigkeit. Aber was ist mit dem Nicht-Stehlen? Die meisten von uns würden jetzt sagen, ich stehle dann nicht, ich bin völlig ehrlich. Na klar, mag schon sein. Aber vielleicht sind wir nicht so ganz klar in dem, was wir tun. Manche sind sehr großzügig in dem, was Nicht-Stehlen für sie bedeutet. Zum Beispiel einen Kugelschreiber mitzunehmen aus dem Betrieb ist für sie nicht stehlen. Das ist ein Kugelschreiber, mit dem ist da bitte jetzt kein Wertgegenstand. Oder wir kopieren mal eben ein Buch in unserer Arbeitszeit auf dem Kopierer des Arbeitgebers mit seinem Papier. Sagt, das ist keine große Sache, oder? Oder wir machen vielleicht einfach mal den lieben langen Tag gar nichts. Wir sitzen da einfach. Wir stehlen sozusagen den Gegenwert unseres Lohnes, unseres Honorars, unseres Verdienstes. Weil in dieser Zeit, für diese Zeit werden wir immerhin bezahlt. Oder wie ist das zum Beispiel, wenn wir Leute ansprechen? Ja, es gibt so welche, die sind unheimlich beliebt, das sind so, oder manchmal auch nicht so beliebt, das sind, wie nennt man die Unterhaltungsmenschen des Betriebes. Die wandern von Büro zu Büro und ja, sind sehr kommunikativ, reden mit jedem ein Schröfchen. Und am Ende des Tages stellt man vielleicht fest, dass diese Person zwar die ganze Zeit geredet, aber nichts produziert hat. Schlimmer noch, sie hat uns die Möglichkeit genommen zu arbeiten. Ja? Auch das ist stehlen. Ich kann anderen Zeit stehlen. Ja? Oder ich kann einfach mal eine Sekunde Zeit, ich muss mal mit dir reden. Boah, mir geht so schlecht. Und dann kühle ich meine ganzen miesen Emotionen über diese Person aus. Hinterher, boah, ich fühle mich so richtig erleichtert. Danke, du warst richtig gut. Ja? Und dann liegt die andere Person kaputt am Boden und kann nicht mehr arbeiten. Ich habe ihre Energie gestört, ja, ihre Gesundheit. Also es gibt viele Möglichkeiten, auch gegen den zweiten Vorsatz zu verstoßen. Aber wenn wir da ein bisschen aufmerksam hingucken, glaube ich, fallen uns auch da wieder viele Möglichkeiten ein. Der dritte Vorsatz, kein sexuelles Fehlverhalten mit Stille, Schlichtheit und Genügsamkeit. Jetzt erscheinen viele sagen, naja, also da hätte ich vielleicht lieber ein bisschen mehr als weniger von. Also sexuell findet bei mir im Büro so gar nichts statt. Aber das ist jetzt auch wieder die Frage. Ich will das echt nicht ins Lächerliche ziehen. Ich muss gerade selber grinsen. Ich glaube schon, dass da eine ganze Menge stattfindet. Und ich weiß nicht, inwiefern das Frauen betrifft, aber Männer sind da ziemlich empfänglich teilweise für. Oder beziehungsweise auch schnell damit unterwegs. Einfach mal ein kleiner Flirt am Rande. Ja? Oder so bestimmte Witze. Auch in Gegenwart von Frauen. Ja? Oder sind die Typen, die ja nur rein zufällig mal die Hand auf die Schulter von anderen oder auf die Oberschenkel von anderen möglichst weiblichen Arbeitskolleginnen legen. Ja? All das ist sexuelles Fehlverhalten. Und wenn Leute sagen, die meisten Leute sagen, damit habe ich überhaupt kein Problem, dann widerspricht das so ein bisschen den Geschichten in den großen Boulevardblättern. Ich habe also vorhin nochmal nachgeguckt, alleine von Januar bis jetzt sind in den größten Boulevardtiteln 3 Geschichten gelaufen, ist ja noch nicht so lange her. Die eine sagte, jeder Zehnte hatte schon mal Sex am Arbeitsplatz. Die zweite Geschichte hatte die Überschrift, jeder fünfte Mann ist schon mal am Arbeitsplatz fremdgegangen. Und die dritte Geschichte hatte den Titel, jede dritte Beziehung entsteht am Arbeitsplatz. Also da ist eine Menge Stoff drin und auch wir müssen uns immer wieder fragen, was ist denn da mit uns? Und wenn das mit der Sexualität in Ordnung ist, dann kann man auch sagen, okay, das ist einfach ein allgemeines Prinzip dahinter, hier geht es allgemein auch um Gier. Ja? Um mehr haben wollen, mehr Geld, mehr Büro, mehr Platz, mehr Smartphone, mehr Tablet, mehr Dienstwagen, ich weiß nicht was, mehr. Ja? Der vierte Vorsatz, der Sprachvorsatz, ich glaube, da müssen wir jetzt alle nur die Augen schließen, ein paar Sekunden nachdenken und die meisten von uns werden auf das eine oder andere kommen, was ihnen in nicht allzu langer Vergangenheit da passiert ist, über die Lippen gekommen ist, wo man sich hinterher denkt, wow, wie konnte das passieren? Ich wollte das eigentlich nicht, aber es ist passiert. Also mir geht es zumindest ziemlich häufig so,
Ich bin offensichtlich jemand, der relativ viel redet, relativ schnell redet und ich denke auch beim Reden, meistens aber erst hinterher und dann sind schon Dinge passiert, die echt nicht so in Ordnung sind. Ja. Und der Sprachvorsatz beinhaltet ja nicht nur nicht die Unwahrheit sein oder immer die Wahrheit sein, es beinhaltet ja auch die Wahrheit zur richtigen Zeit zu sein, ja, mitzukriegen, wie ist es gegenüber denn gerade drauf. Und wenn man jemandem im falschen Moment die Wahrheit sagt, dann kann das wieder ganz schön verletzend sein. Ja? Dann kann das sehr schmerzhaft für jede Person sein, ganz klar. Und ich kann auch hinter dem Rücken der Person über sie reden. Ja? Ich kann Schlechtes über sie reden. Wir hatten das vorhin. Also man merkt, die Vorsätze, die korrespondieren miteinander. Also das, die sind so miteinander verwoben. Da steckt eine Menge drin. Und wenn wir unser Verhalten wirklich mal anschauen, dann stellen wir fest, dass wir wahrscheinlich einen relativ großen Teil unseres Tages mit Dingen auch verbringen, die vielleicht so gerade am Rande okay sind. Die sind nicht richtig schwarz, die sind aber auch nicht ganz weiß, sind so in der Mitte, so ein bisschen grau. Ne? Und da haben wir ja viele Schattierungen. Und dann müssen wir einfach mal ehrlich hingucken, so mal offen Bilanz ziehen, wie war das denn so? Ne? Und noch der fünfte Vorsatz dazu, den Geist nicht benebeln, also mit hellwacher Achtsamkeit läutere ich meinen Geist. Ja, ich bin ja immer da. Ich sitze immer, aber es ist man kann mich ansprechen, ich schlafe nicht, also alles in Ordnung. Ja. Bin ich denn wirklich da? Bin ich wirklich präsent? Bin ich wach? Tue ich wirklich das, was ich tun soll? Wofür ich bezahlt werde? Wofür ich angestellt worden bin? Kriege ich mit, was um mich herum geht? Herum vorgeht? Kriege ich mit, was mit mir los ist? Ja. Bin ich wirklich wach und präsent? Lebe ich auch so, dass ich am nächsten Morgen völlig fit bin im Beruf? Nochmal, es geht nicht darum, zum Selbstoptimierer zu werden, es geht um meine spirituelle Entwicklung. Bin ich präsent? Bin ich wach? Kriege ich mit, was abgeht? Also, wenn ich abends natürlich lange feiere, ziemlich wenig schlafe, muss ich mich am nächsten Morgen nicht wundern, wenn ich eben halt nicht besonders effektiv bin, besonders wach bin. Also Ethik ist der Versuch auch diszipliniert zu sein, zuverlässig, beständig. Versprechen einzuhalten. Es gibt auch einen Zusammenhang zwischen Disziplin, Ethik und Zeit. Das Pünktlichsein haben wir als Kinder wahrscheinlich gehasst. Wir mussten immer pünktlich sein. Wenn wir 10 Minuten nach 7 nach Hause kamen, dann durften wir vielleicht kein Fernsehen gucken an dem Abend oder so. Seitdem finden wir Pünktlichkeit blöd. Aber Pünktlichkeit spiegelt einfach ein Bewusstsein für die Wichtigkeit von Zeit wieder. Ja, wenn wir zu spät kommen, Amogamati kennt es, glaube ich, ganz gut, in Indien kommen die Inder manchmal so ein paar Stunden später und finden das völlig normal. Wenn man zum vereinbarten Zeitpunkt dahin geht, ist noch kein Mensch da und irgendwie ein paar Stunden später kommen Hunderte oder so. Das ist natürlich jetzt ein bisschen übertrieben. Ne? Die finden das völlig okay, wir finden das nicht okay. Also ne, das ist auch eine Frage, da hinzugucken, Zeit ernst zu nehmen. Ja? Gucken, was ich damit erreichen möchte, was ich in einer gewissen Zeitspanne machen kann. Die dritte Parameter ist Kshanti, Geduld. Wie findet ihr das Wort? Duldsamkeit. Okay. Langmut. Milde. Bescheidenheit. Offenheit. Ausdauer. Okay. Geht keiner. Einige nicken so ein bisschen und verziehen so ein bisschen den Mund, je nach Wort. Das sind alles so mögliche Interpretationen, Übersetzungen von Kshanti. Das ist also vor allen Dingen eine innere Qualität, eine Haltung von Weite, von Offenheit. Ja, von Liebe vielleicht auch. Ne? Und es ist auch das positive Gegenstück zu Hass oder Ärger. Es gibt so traditionell 3 Aspekte von Kshanti. Geduld ist einer davon. Also Geduld zum Beispiel gegenüber der Natur, Wetterbedingungen, Geduld gegenüber schwierigen Menschen, Kollegen und andere und geistige Offenheit, Empfänglichkeit. Was ist Toleranz? Das ist so die Fähigkeit, andere Meinungen und Ansichten akzeptieren zu können. Ja? Geistige Offenheit. Das ist nicht Unentschiedenheit oder Wahrheit. So, ist mir egal, was sie sagen, ich finde es okay. Ne? Das ist es nicht. Sondern ich habe schon eine klare und entschiedene Haltung und ich weiß, was ich will. Und ich finde die auch wichtig. Und ich bin auch bereit, dafür einzustehen. Aber ich finde es auch wichtig, dass andere, die eine andere Haltung haben, die auch ausdrücken dürfen, die das auch sagen dürfen. Und ich bin bereit, das auszuhalten. Wenn ich das nicht tue, ist es das Gegenteil von Kshanti. Es ist das Gegenteil von Toleranz. Also Kshanti, Toleranz, lässt anderen die Freiheit, das zu denken, was sie denken wollen, was sie als richtig ansehen.
Wir regen uns nicht darüber auf. Es fällt uns in diesen Zeiten vielleicht ab und zu sehr schwer, wenn man so sieht, was politisch abgeht. Aber ja, auch das scheint hier angesagt. Ja. Wir antworten sozusagen mit einer gewissen Ruhe, mit einer Gelassenheit darauf. Ja. Es ist schwer, manchmal das auszuhalten, aber das ist Kshanti, geistig offen zu sein, empfänglich zu sein, das Aushalten. Kshanti ist auch zu wissen, dass wir vielleicht doch nicht so perfekt sind, wie wir denken. Ja? Einige von uns sagen wahrscheinlich, naja, ich weiß, dass ich nichts weiß. Aber die Frage ist, meinen wir das echt ernst? Wie reagieren wir denn darauf, wenn einer zu uns kommt und sagt, das hast du falsch gemacht? Ich glaube, manche von uns sind dann ziemlich schnell, ziemlich weit oben. Ja, mir geht das zum Beispiel ab und zu so. Ja, dann kommt jemand und sagt, das ist aber falsch, was du gesagt hast. Ja, pff, Meister. Und da fühle ich mich persönlich angegriffen. Wir glauben nämlich eigentlich, dass wir prinzipiell alles richtig machen. Und halten also an unseren alten Einstellungen fest. Ich bin ein Checker. Aber ich glaube, das ist falsch. Ja? Wir sagen zwar immer, lieber Kollege, lieber Chef, eigentlich machst du alles falsch. Aber Kshanti akzeptiert auch die Möglichkeit, dass ich selber was falsch mache. Dass ich selber nicht alles besser weiß. Das ist geistige Offenheit. Gehen wir zum nächsten über. Virya. Virya bedeutet Stärke oder Energie. Auch so die Bedeutung von Tatkraft, Einsatzbereitschaft. Und das macht schon ziemlich deutlich, worum es bei dieser Tugend geht. Oder was sie für eine Auswirkung aufs Berufsleben hat. Das Berufsleben ist ein aktives Leben. Hier ist Einsatz gefordert. Wir brauchen eine gewisse Dynamik. Wir gehen nicht an unseren Arbeitsplatz, um da zu regenerieren oder auszuschlafen, sondern wir müssen was produzieren. Wir müssen was herstellen oder wir müssen eine Dienstleistung erbringen oder was auch immer. Wir geben uns also Mühe, probieren das aus, wir strengen uns an. Und genau darauf kommt es auch darauf an, dass wir uns bemühen, dass wir uns anstrengen. Das verlangt eine gewisse Frische, eine gewisse Kraft, eine gewisse Stärke von uns. Und diese Frische, diese Kraft, diese Stärke an jedem Arbeitstag mitzubringen, das liegt in unserer Verantwortung. Das ist die Bereitschaft, uns wirklich einsetzen zu wollen. Aber hier geht es im buddhistischen Sinn nicht nur ums Freisetzen von Energien, sondern das hat eigentlich keinen Wert an sich, das Freisetzen von Energien. Hier geht es darum, die Energie auch zu mobilisieren im Freisetzen des Guten. Ja? Also zum Beispiel wirklich auch mitzukriegen, wie geht's meinen Kollegen? Ja? Großzügig zu sein, ethisch zu handeln, permanent ethisch zu handeln, permanent offen zu sein, das Herz aufzumachen und mitzukriegen, was andere jetzt gerade brauchen, achtsam zu sein, diese Energie beizubehalten, Achtsamkeit aufzubauen und Achtsamkeit nicht abflachen zu lassen. Das ist Virya. Also eine starke Neigung, das Gute tun zu wollen, das Heilsame machen zu wollen, ne? Sich wirklich einsetzen zu wollen. Und wenn ich mir so diese Frage stelle, will ich das? Tue ich das? Kriege ich sozusagen ziemlich schnell eine klare Antwort darauf. Und dann, das ist so der Gradmesser, an dem ich sehen kann, na, wie weit bin ich denn mit meiner spirituellen Übung? Ne? Ist das wirklich spirituelle Praxis, was ich da mache? Das bedeutet niemals aufgeben sozusagen, immer weiter. Der spirituellen Übung. Natürlich nicht unter Aufgabe der eigenen Kraft oder so. Also der Bodhisattva denkt immer auch an sich selbst. Der denkt nicht nur an andere. Er denkt auch an sich selbst. Virya kann oft so eine Sache von mehr oder länger sein. Kann ich noch ein bisschen aushalten? Kann ich noch ein bisschen durchhalten? Aber das ist nicht der einzige Aspekt davon. Es geht auch um besser. Es geht auch darum, zum Beispiel eine bessere Kommunikation zu haben, eine bessere Zusammenarbeit zu machen. Und zwar nicht wieder zur Steigerung von Produktivität oder sowas, sondern im Sinne der anderen, im Sinne von Mitgefühl. Ja? Besser kommunizieren mit den anderen Menschen, also wirklich sie als Menschen, als Wesen, als fühlende Wesen wahrzunehmen und eben nicht nur als irgendeine Funktion, die ich gerade bedienen will. Ja? Dann kommt Samadhi, Konzentration. Als fünfte Parameter. Konzentration, Einspitzigkeit, Integration, versunken sein. Kennen wir sowas am Arbeitsplatz? Samadhi entwickelt sich so auf der Grundlage von Ethik. Je ethischer wir leben, desto eher haben wir auch so die Kapazität, uns wirklich vollkommen hinzugeben. Einer Sache vollkommen hinzugeben, alles andere sozusagen fallen zu lassen. Wir brauchen keine Angst zu haben. Wenn wir ethisch leben, brauchen wir keine Angst zu haben. Wir haben alles gut gemacht. Ja? Und wenn wir uns dann auf etwas konzentrieren,
dann können wir dem unsere ganze Aufmerksamkeit schenken. Wir haben keine Sorgen, also wir blicken nicht sorgenvoll in die Zukunft. Wir denken nicht mit Unsicherheit an das zurück, was vorher war, sondern wir sind vollkommen frei für den Moment. Samadhi ist so die Fähigkeit, den Geist dort ruhen zu lassen, wo wir es wünschen, um eine bestimmte Aufgabe zu erledigen, zum Problem zu lösen. Ich habe das zum Beispiel beim Artikel schreiben oder sowas. Ja. Und wenn wir diesen Zustand erreichen, dann sind wir viel feinfühliger als sonst. Wir sind viel konzentrierter. Unsere Wahrnehmung ist deutlich feiner, subtiler als gewöhnlich. Wir sind auf eine gute Weise wach und präsent. Aber trotzdem, und das ist interessant, sind unsere Sinne nicht beteiligt. Ja? Also da könnte gerade ein Elefant vorm Fenster herlaufen und ich würde den nicht sehen, weil ich bin fokussiert. Da könnte hinter mir ein Stuhl umfallen, ich würde den nicht hören, weil ich bin fokussiert. Ja? Ich kriege alles mit, ich kann arbeiten, in bestimmten Sinne, da ist ein gewisser Fokus dabei, aber ich werde nicht abgelenkt. Die Sinne sind eher nicht beteiligt. Das ist ungefähr das, was Mihaly Csikszentmihalyi als Flow bezeichnet hat. Ihr habt das vielleicht schon mal gehört, Flow, ein Flow-Erlebnis zu haben. Und er hat es selber definiert als das beglückend erlebte Gefühl eines mentalen Zustandes völliger Vertiefung und restlosen Aufgehens in einer Tätigkeit, die wie von selbst vor sich geht. Ich kann das nochmal wiederholen. Das beglückend erlebte Gefühl eines mentalen Zustandes völliger Vertiefung und restlosen Aufgehens in einer Tätigkeit, die wie von selbst vor sich geht. Man könnte das auch als Schaffensrausch bezeichnen. In diesem Zustand sind unsere Gedanken stetig, wandern nicht hin und her, sind also nicht zerstreut, sondern sie hängen zusammen. Das bedeutet, dass man sich komplett auf das einlässt, was man da gerade tut und nicht dann zum Beispiel, da ist gerade eine neue Mail auf mein Smartphone gekommen, ich gucke mal nach. Oder Facebook signalisiert mir 7 neue Nachrichten, ich schaue mal eben da ran. Oder mein E-Mail-Account läuft über, ich gucke mal eben da hin. Und ich bleibe bei dem, was gerade angesagt ist, ich lasse mich nicht ablenken. Die Verlockung ist natürlich immer ziemlich groß, solchen Reizen zu folgen, insbesondere wenn es um Facebook, Smartphone, WhatsApp und sonst was geht. Ist ja alles wichtig, dringend und muss auch immer sofort gecheckt werden. Aber auch das können wir schaffen, das zu überwinden. Am Anfang wird es sicherlich schwierig sein, aber je mehr Übung wir da entwickeln, desto einfacher wird es auch wieder. Und vielleicht ist es wichtig, das wirklich zu tun. Denn wenn wir das konsequent üben, werden wir feststellen, dass es ziemlich schnell gelingt, einen stetigen, leichten Fokus zu halten. Ja, so auf die Dinge, die wir gerade tun. Das bewirkt, dass wir gleichzeitig ruhiger werden, klarer werden, dass uns Dinge besser gelingen. Am Arbeitsplatz können wir das üben, indem wir zunächst mal darauf achten, was jetzt hier eigentlich gerade benötigt wird, was wichtig ist und bis zu welchem Zeitpunkt vielleicht. Und in einem zweiten Schritt können wir darauf achten, wie ist die Qualität unserer Konzentration. Wir beobachten uns also selbst, wir beobachten unseren Geist. Und dieses Beobachten bringt uns immer mehr in den gegenwärtigen Moment hinein. Manchmal muss man sehr schnell reagieren, sehr schnell handeln, dann kann man das nicht tun, dann muss man da raus aus diesem Zustand. Aber immer, wenn wir die Gelegenheit haben, können wir gucken, wie ist denn gerade unsere Konzentration. Okay, kommen wir zur letzten Parameter, Prajna. Das ist Weisheit oder wertschätzende Unterscheidung. Die beinhaltet unter anderem das Wissen, was zu tun ist, welche Handlungen spirituell angemessen sind. Und auch das Wissen um die Zusammenhänge von Handlungen und Karma, also von der Tatsache, dass Handlungen Folgen haben, Folgen für meinen Geist, Folgen für andere. Weisheit schließt auch begriffliches Verstehen ein, geht aber darüber hinaus, geht also viel weiter, erfasst um Kenntnis in jeder Hinsicht. Wie können wir denn Weisheit im Berufsleben entwickeln? Zum Beispiel, indem wir unsere Fähigkeiten einfach trainieren. Das, was wir gelernt haben oder das, was wir da tun, versuchen bestmöglich zu tun. Und uns bewusst zu machen, was wir da tun. Wie wichtig ist es, dass wir es gut tun. Dass wir auch unsere Zeit nutzen. Dass wir aus unseren Fehlern lernen, Verantwortung dafür übernehmen. Voraussetzung dafür ist auch hier wieder ein Interesse zu entwickeln. Ein stetiges Interesse. Also nicht nur dieses Interesse zu entwickeln, sondern dieses Interesse auch aufrecht zu halten. Und nicht nur das, sondern auch noch das Wissen darum, welche Handlungen angemessen sind. Auch nochmal ein interessanter Aspekt. Ja? Also ich kann viel tun, aber was ist gerade angemessen? Arbeite ich zum Beispiel gerade über den Durst hinaus? Ja? Ist es gar nicht notwendig? Oder bin ich ganz darunter? Oder mache ich gerade das völlig Falsche, bezogen auf die jeweils gegebene Situation? Was ist jetzt hier gerade angemessen? Ja? Auch das ist praktisch ein Berufsalltag. Vielleicht noch ein letzter Punkt. Sangha Rakshita hat sehr viel über das Thema Arbeit gesagt. Und
Was mich am meisten mit fasziniert hat, von dem, was er gesagt hat, also das Bonmot von dem tantrischen Guru. Arbeit ist der tantrische Guru. Was bedeutet das? Was heißt das? Tantra heißt, dass wir versuchen, alle unsere uns zur Verfügung stehenden Energien wirklich zu mobilisieren. Alle Energien zu mobilisieren, nicht um ein super steilen Beruf zu werden, sondern um Richtung Erleuchtung zu gehen, um Richtung besserer Geistesverfassung zu gehen. Dabei sehen wir auch die dunklen Energien und beziehen die in unsere Übung mit ein, die Schattenseiten. Ja? Weil wenn wir die nicht sehen, dann werden die unsere Entwicklung blockieren. Das heißt, wir erkennen all das da an, was wir auch lieber nicht sehen möchten. Aber das ist halt da. Wir sind immer ein Bündel von gemischten Motiven. Wir haben das Gute, das das Gute will, und wir haben das Böse, das vielleicht auch das Gute will, aber nein, das Böse in Anführungsstrichen, das aber eben halt noch nicht so gut ist. Müssen wir auch mitnehmen. Und wenn wir klarer und liebevoller werden wollen, ist auch immer ein Teil von uns bereit, das nicht sein zu wollen. Und dann doch dem Kollegen den Arbeitsplatz oder die Beförderung wegzuschnappen oder was auch immer. Also Tantra mobilisiert alle Energien. Ein Guru ist in Asien so die maximal höchste Respektsperson, wahrscheinlich zumindest im alten Asien, die man sich vorstellen kann. Ein Guru ist jemand, dem man sich vorbehaltlos hingibt, dem man sich vorbehaltlos öffnet. Ja, also er ist das Vorbild für das, was der Schüler erreichen möchte. Wir finden das hier wahrscheinlich ein bisschen, machen wir nicht. So, wir sind extrem kritisch und skeptisch. In Asien ist es anders. Ja. Aber wenn wir dem Guru wirklich im traditionellen Sinne folgen, dann vertrauen wir ihm vorbehaltlos und folgen ihm, egal wohin er geht, und wir gehen mit und wohin er uns führt. Und mein Freund und Ordensbruder Damaloka hat das mal so beschrieben. Ein tantrischer Guru führt Schüler in Situationen, in denen sie nicht anders können, als sich existenziell zu verändern. Er führt sie ganz bewusst in existenzielle Krisen, in dem Wissen, dass der Schüler das meistern kann. Aber auch in dem Wissen, dass es schief gehen könnte. Arbeit als tantrischer Guru ist also, wenn man das zusammenfasst, unsere Fähigkeit, uns so auf die Arbeit einzulassen, dass wir ganz klar erkennen, dass wir uns ändern müssen. In diesem Sinne wünsche ich uns viele Begegnungen mit dem tantrischen Guru. Dankeschön.